Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir wieder eine Dame zu Gast, was mich persönlich sehr, sehr freut. Und wir haben die liebe Julia Ramsmeier zu Gast. Danke Julia, dass du die Zeit genommen hast. Ja, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich habe die Julia über eine WKO-Weiterbildung kennengelernt, aber du bekommst gleich mal von mir die Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und bitte versetze dich in die Situation hinein, du bist auf einer Abendveranstaltung, auf einem Networking-Event oder bist vielleicht einfach mit Freunden was trinken und auf einmal kommt die Frage auf: Hey Julia, du bist die spannende Persönlichkeit, hast einen coolen Zugang zum Leben, geiles Mindset, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau? Dann sage ich, dass ich Online-Kampagnen mache. Mhm. Das heißt, ich habe meistens Kunden, die irgendeine Botschaft übermitteln wollen, die irgendeinen Nutzen stiften, im besten Fall. Und überlege mir dann, wie kann man eine Plattform dafür aufbauen, welche Kanäle sind die richtigen, und schaue das dann durch Social Media Ads und Google Ads und so in die breite Masse kommt. Und ja, dass man da so viele Leute anspricht und bewegt wie möglich. Mhm. Jetzt auch gleich meine allererste Frage. War das schon auch in jungen Jahren, im Kindergarten, in der Volksschule, dass du immer viel bewegen wolltest, dass du anderen Leuten helfen wolltest? Oder hat sich das erst auf deinem Lebensweg entwickelt? Das weiß ich noch ganz genau. Ich war zufällig mit auf einem Seminar der Schülerunion. Okay. Da war ich 14, glaube ich. Die Schülerunion ist so die größte Schülerorganisation Österreichs. Mhm. Und da hat es tolle Seminare gegeben. Zum Beispiel bei der Jenny Frank, die du ja, glaube ich, auch interviewt hast. Liebe Grüße hier an dieser Stelle, falls du das siehst, Jenny. Und die hat einen fantastischen Rhetorik-Workshop über 4 Tage gehalten. Und da habe ich gedacht, boah, ist das cool. Und welche Möglichkeiten es eigentlich so gibt und welche Jobs. Und also da hat man diese Soft Skills zum ersten Mal neben der Schule mal mitbekommen. Und das hat mir extrem taugt. Ja, und dann bin ich Schulsprecherin geworden und habe dann schon gemerkt, dann wollte ich eine Schülerzeitung machen. Die habe ich dann noch gemacht. Und da habe ich gemerkt, dieses Journalistische, das hat mir jetzt gar nicht so taugt, aber alles rundherum. Und dann habe ich so eine Vermarktungsshow gemacht, also zum wieder Launch von der Zeitung für die ganze Schule. Und dann habe ich bei der nächsten Schulsprecherwahl, wo ich dann nicht mehr kandidiert habe, habe ich eine Kampagne gemacht, dass man sich melden soll, dass man kandidieren soll. Und das habe ich halt cool gefunden, wenn es so was Einheitliches gibt, ein Design dazu, wenn das überall hängt, dann, also es war ja damals noch alles im Printbereich. ja, das hat mir taugt. Und dann habe ich gewusst, okay, Marketing ist meins. Mhm. Und habe mir dann die FH in Wieselburg angeschaut, die hat damals Austrian Marketing University geheißen. Okay. Und bin dann reingegangen und habe sofort gewusst, da fühle ich mich wohl, da will ich bleiben, und habe dann Marketing dort studiert. Ja, und so hat das angefangen. Was hältst du prinzipiell jetzt in deinem Bereich von einem Studium? Weil das ist auch, gerade im Medienbereich geht es ja auch viel, werden wir dann auch später auch noch dazu kommen, du warst auch kurzweilig auch in der Moderation tätig. Glaubst du, es ist wichtig in diesem Bereich, in diesem schnelllebigen Bereich auch, da wirklich sich auch auf einen Abschluss zu fokussieren oder eher weniger? Also generell glaube ich, dass man sich heutzutage alles selber beibringen kann, ja, im Internet, weil das Internet einfach so ein mega Wissens Verbreitungstool ist, das man, glaube ich, nutzen soll oder auch muss, vor allem in so einem schnelllebigen Bereich wie im Online-Bereich, du kennst das ja eh. Mhm. Mein Studium hat mir insofern geholfen, dass ich, glaube ich, strategisch ganz viel mitbekommen habe. Okay. Und ich habe dann später noch in einer Digitalagentur gearbeitet, und da habe ich schon gemerkt, dass ich eigentlich von Tag 1 an bei Strategieentwicklungen dabei sein habe können, mitsprechen habe können. Ja, also das Fundament, glaube ich, war im Studium auf jeden Fall wichtig, und dieses sich ausprobieren. Wir haben wirklich eine Hands-on-FH gehabt, wo es immer belohnt war, wenn man out of the box gedacht hat. Die Noten waren komplett wurscht. Also das habe ich an dieser FH geliebt. Ist mega cool, ja. Ja. Also es war wirklich ein feines Studium. Ich habe super Leute kennengelernt. Es ist dann auch die Selbstständigkeit, also die berufliche Selbstständigkeit, extrem gefördert worden. Wir haben uns dann neben dem Studium selbstständig gemacht. Die zu dritt. Frische Fritzen, genau, oder? Ja, wir haben uns irgendwie zu dritt gefunden und haben irgendwie gedacht, nein, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man da ein Büro hat, dass man was gründet in den jungen Jahren, und vielleicht
geht es dir auch so? Ja, aktuell ziemlich viel Learnings täglich. Man lernt unglaublich viel und ich glaube schon, dass man als Unternehmer mehr lernt als in jedem anderen Job, weil du so komplett diese Breite haben musst. Ja. Also Buchhaltung über Kundenakquise und Sales und Marketing und Produktentwicklung. Und das Umsetzen dann eigentlich dann auch, ja. Und dann die Logistik und dann, wie mache ich jetzt eine Biozertifizierung, wie komme ich an das, wie komme ich an Kunden und du probierst halt aus und du bist gezwungen, so viel auszuprobieren und nicht jetzt ein halbes Jahr lang ein Projekt zu planen, sondern sofort rauszugehen und schauen, bringt das Geld oder bringt es kein Geld. Also da, auch das war auf der FH super. Und was ich noch sagen wollte, dieses junge Gründen, wir sind dann immer gefragt worden, ja, aber war das nicht dumm, dass ihr so jung gegründet habt im Studium noch? Und dann sage ich immer, nein, weil du hast nichts zu verlieren als junger Gründer, weil deine Lebenserhaltungskosten im Studium, gerade neben dem Studium, sind so gering. Und wir haben in Wieselburg gewohnt, da war sowieso nicht viel los. Da sind wir dann am Samstag am Nachmittag um 17 Uhr zum Lidl gegangen, weil da hat das ganze Obst und Gemüse um die Hälfte gegeben. Also mega gut. Man kriegt ja dann eh und dann schaut man einfach, dass man so günstig lebt wie möglich und schaut, dass man beim Gründen und bei seinem ersten Unternehmen einfach eine gute Zeit hat. Mhm. Und ich habe mich erst am Samstag wieder mit dem Flo, mit einem von uns, getroffen von den Frische Fritzen. Und wir haben gesagt, wir haben so eine Gaudi gehabt, wir haben so viel Spaß miteinander gehabt, weil es so lustig war und wir haben so viel gelernt und wir haben immer den Humor behalten, auch wie wir schon gemerkt haben, das wirft am Ende des Tages nicht so viel Geld ab, dass es für uns drei zum Leben reicht. Ja. Da würde mich jetzt noch interessieren, weil das hat ja auch immer mit sehr, sehr viel Veränderung zu tun. Was bedeutet für dich Veränderung? Mit welcher Emotion würdest du das verbinden? Ist das was Positives, was Negatives? Positiv. Okay. Und zwar deswegen, ich habe es immer gemerkt, wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, die in eine andere Richtung gegangen ist, dann war das immer erleichternd. Sehr schön. So soll es sein am Ende des Tages, oder? Ja. Also es war, egal ob es jetzt Kündigungen waren oder auch Freundschaften vielleicht, die zu Ende gegangen sind, das waren immer Entscheidungen. Und in dem Moment, wo es dann fix ist, und ich glaube, ich tue mir aber auch ein bisschen leichter mit Entscheidungen, das, glaube ich, liegt mir ein bisschen, einfach Erleichterung ist oft auf deiner Webseite wird in einem super coolen Video gleich am Anfang auch angeteasert, man will immer mehr, beziehungsweise jeder will immer irgendwie der Größte sein, der Beste sein und wir wollen immer die beste Version unserer selbst sein. Warum ist das, glaubst du, jetzt in der heutigen Zeit, warum will das auf einmal jeder? Warum wird das in jeder Marketingkampagne verkauft? Diese ganzen WhatsApp-Coaches, die da jetzt gerade heraussprießen und mir irgendwas, mich irgendwie coachen wollen. Warum glaubst du, wird damit aktuell geworben? Mit dieser besten Version seiner selbst oder noch besser zu werden? Ich glaube, weil wir heutzutage einfach die Möglichkeit, also so viele Möglichkeiten haben und die Möglichkeit, ständig an uns selbst, an dem, was wir tun, zu arbeiten, an uns selber zu arbeiten, ob man das jetzt will, muss eh jeder selber entscheiden, ob man daran Freude hat. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich habe mich lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, solange es mir wirklich Freude gemacht hat. Jetzt muss ich sagen, ist das eher im Hintergrund. Mhm. Ich bin gerade einfach sehr zufrieden. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich beschäftige mich auch weniger damit. Ja. Also ich, für jeden, den es passt, kann ich es nur empfehlen. Und ich glaube, es macht definitiv Sinn, sich mit Soft Skills einfach zu beschäftigen, egal ob persönlich oder beruflich. Ja. Das ist jetzt schon vorher angesprochen, du hast dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Was ich so auf deiner Webseite gelesen habe, war da auch einer der springenden Punkte dein Auslandssemester in Südkorea. Warum war das damals so eine prägende Zeit für dich? Willst du darüber reden? Warum ist es, glaubst du, so wichtig, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auch auseinanderzusetzen in jungen Jahren? Ich glaube, warum ist so wichtig? Weil die Schule das nicht macht. Mhm. Und ich glaube auch, dass Eltern, also ich glaube, ich sage jetzt mal, unsere Elterngeneration vielleicht auch nicht dieses Feeling oder dieses Gespür dafür hat. Und also ich komme jetzt aus keiner Unternehmerfamilie, ja, ich auch nicht. Wo man das so mitbekommen hat. Und mir hat diese Schülerinnen und diese Schülerseminare damals einfach eine neue Welt eröffnet. Und deswegen bin ich auch so dankbar für diese Erfahrung, auch der Jenny Frank. ich finde es aber unglaublich schade, dass es in der Schule überhaupt nicht vorkommt. Und warum war das Auslandssemester für mich so eine prägende Zeit? Mein Papa ist 2 Jahre davor gestorben. Okay. Und da war einfach viel Trauer, da ist mir einfach nicht gut gegangen, wie jedem wahrscheinlich anderen auch. Und da hat man dieser, glaube ich, auch geografische Abstand. Ich war in Südkorea, in Seoul.
extrem gut an, in eine komplett neue Welt einzutauchen. Wir haben einfach viel gefeiert, wie halt bei jedem Auslandssemester vermutlich. Das gehört dazu, glaube ich, ja. Und es war einfach wirklich eine bisschen auch befreiende Zeit. Ja. Und ja, ich habe dann einfach wirklich viel gefeiert, viele Freunde gefunden, auch mit denen wir jetzt noch befreundet sind, die wir jetzt noch im Urlaub besuchen oder gemeinsam urlauben. Also ich kann das ein Auslandssemester nur jedem empfehlen, weil es einfach wirklich rauskommen aus der Komfortzone ist, ohne dass irgendwas ist. Also ja. Wenn irgendwas ist, maschiniert sich ja nicht sein Leben lang dafür, weil es in einem anderen Land war mit anderen Leuten. Niemand kennt einen da meistens. Genau. und ich wollte einfach wirklich weit weg. Mhm. Und da hat sich Seoul halt angeboten, weil ich mir gedacht habe, ist halt ganz was anderes. Das ist wirklich weit weg und komplett andere Kultur, komplett alles anders. Ja. Und vor allem außerhalb vom Campus hat uns halt niemand verstanden auf Englisch. Und das war halt wirklich lustig. Ja, und es war eine ganz andere Welt, es war eine total schöne Welt, eine tolle Erfahrung. Und ich, wenn mich jemand fragt, soll ich das machen? Auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, es ist auch cool, wenn man weit weg geht, dass man mal was ganz was anderes sieht. Und es ist auch cool, weil gerade im asiatischen oder auch im südamerikanischen Bereich, die sind einem ja auch technisch oder was manche Trends angeht, auch Modetrends. Viel weiter voraus. Genau. Und Das ist super spannend, so eine kleine Reise auch in die Zukunft zu machen. Ja. Das finde ich immer sehr cool am Reisen. Ja. Mhm. Vorher hast du es angesprochen, Freundschaft. Du hast viele Freundschaften geknüpft. Der Begriff Freundschaft, was bedeutet das für dich? Gute und schwierige Frage. Gute und schwierige Frage, sehr gut. So soll es sein. Freundschaft, also wenn ich jetzt an eine Freundschaft konkret denke, Stabilität, Rückhalt. Sicherheit. Sicherheit, ja. Dass man immer, auch wenn man in einer Partnerschaft ist, wenn es da mal nicht so läuft, dass es immer wen gibt, wo man auch hin kann. Verständnis. Ja, vielleicht auch nur zuhören, glaube ich, ist auch wichtig. Dasein, glaube ich, ist das Wichtigste. Ja. Mhm. CrossFit. Perfekt, wieder eine gute Frage. Ich geniere mich. Wieder eine gute Frage. Ich war schon lange nicht mehr. Sport, CrossFit. Ist dir das wichtig im Leben, Sport? Ich war ein CrossFit-Junkie ohne Ende, 2 Jahre lang, glaube ich, bis 2018, bis ich zum Reisen angefangen habe. Also ich war ja dann ein Jahr unterwegs und da hat sich das dann langsam aufgehört. Ja. CrossFit kann ich nur jedem empfehlen. Okay, sehr gut. Ich muss jetzt ein bisschen die Werbetrommel rühren, weil es einfach, ich habe davor nicht so viel Sport gemacht und ich bin so reingekippt in das CrossFit, weil die Community unglaublich cool ist, weil da treffen sich schon Leute, die alle so gerne an ihre Grenzen gehen, die mehr wollen, also auch so beruflich, persönlich, und das ist halt schon cool, wenn dann so viele so Leute eine Gruppe auch trifft und regelmäßig einfach. Ja. Und es ist halt wirklich beim CrossFit regelmäßig, und wenn man dann mal einen Tag nicht da ist, dann denkt man sich, oh mein Gott, ich habe was verpasst. Und man kriegt schon die Anrufe oder die WhatsApp-Calls, hey, kommst nicht wieder mal vorbei? Und dann gibt es auch so mein Leaderboard, wer welches Gewicht geschafft hat, welche Zeit, ja, und cool. Man pusht sich gegenseitig. Da hat es früher dann noch so ein System gegeben, wo man dann quasi Likes vergeben hat, wenn jemand einen Personal Record geschafft hat oder die Glocke ist geläutet worden in der Stunde. Das ist wirklich geil. Ich glaube, ich muss das auch mal ausprobieren. Ja, unbedingt. Und du hast super Coaches, die halt wirklich auf die Qualität der Bewegung achten. Und ich habe mittlerweile noch ganz viele andere Sportarten probiert, angefangen vom Boxen über auch so Zirkeltrainings, die zwar auch ein Vermögen kostet haben. CrossFit ist nicht günstig, aber ich finde, wenn man sich überlegt, welche Qualität man dort bekommt und wie man auch wächst, also sowohl körperlich und auch persönlich. Und auch persönlich, genau. Ja. Dann ist das ein Investment. Und wenn ich es eben vergleiche mit anderen Sportstudios oder Angeboten, dann ist wirklich CrossFit das gewesen, wo ich die höchste Qualität an Coaches erlebt habe. Okay. Und Professionalität wahrscheinlich. Genau, Professionalität. Ja, man kippt rein, das ist natürlich eine Gefahr. Und ich weiß, mein Freundeskreis hat sich damals wie so in der ärgsten CrossFit Phase war, danke, auch verändern, muss man auch sagen. Also CrossFit ist wirklich so life-changing. Ich bin dann jeden Tag um 6.30 Uhr trainieren gegangen und was Besseres gibt's nicht. Ja, oder? Weil das war so ein da war ich noch angestellt und es war dann die Stunde, die ich für mich genutzt habe. Ja. Und die nicht dem Kunden gehört, nicht dem Arbeitgeber, sondern rein mir. Und ich habe es geliebt. Und noch freier Kopf, oder? Also das ist, deswegen mache ich Sport, um einfach in der Früh gleich mal, also ich gehe jetzt immer laufen, das ist jetzt aktuell mal so mein Habit.
Und starte ich um 5:30, bin um 6 dann damit fertig. Und ich habe einfach dann danach einen freien Kopf. Und das ist für mich mega cool, dass ich dann mit freiem Kopf einfach in den Tag starten kann. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja. Das Wort Erfüllung. Mhm. Was bedeutet für dich Erfüllung? Wann würdest du sagen, bist du erfüllt? Oder wie würdest du das Wort Erfüllung definieren? Ich habe da mal das Buch gelesen, The Big Five for Life. Das ist witzig, das ist mein Favorite-Buch, so will ich meine Unternehmen aufbauen. Ja, eins zu eins. Ja. Leute, die sich bei mir in der Agentur entwickeln und dann vielleicht was Eigenes starten. Ja. Das ist das Allerschönste. Das ist das geilste Buch ever. Und da gibt es diese Szene, wo sie, also dieses, wo er ja dann stirbt und ja. Sie erinnern sich so zurück und da waren sie auf einer Safari oder irgendwas und haben im Zelt geschlafen in Afrika, glaube ich. Ja, ja. Und da hat dieses Ehepaar dann so überlegt und sich unabhängig voneinander gedacht, wenn wir heute sterben würden, dann wäre es auch okay. Ja, weil wir haben alles gemacht einfach. Ja, ja. Und das glaube ich, das habe ich so irgendwie mit Erfüllung oder ja, mit größtmöglicher Zufriedenheit verbinde ich das. Mhm. Mhm. Und das ist schon eine Situation aus dem Buch, die ich mal wirklich irgendwie, wirklich, an die erinnere ich mich oft zurück. Und ich glaube, es gibt auch immer wieder so Momente, wo man sich sagt, wenn es jetzt passiert, dann ist es auch okay. Sicher, wir sind jetzt super jung, ja. Natürlich wäre das blöd. Aber ich glaube, das ist auch dann eine gewisse Wertschätzung für Situationen, für schöne Erlebnisse. Ja. Das Wort bereuen, etwas zu bereuen, auf deiner Webseite schreibst du, dass das für dich mega schlimm ist, dass du irgendwann mal nicht mit 80, 90 auf dein Leben zurückblicken willst und irgendetwas bereust. Woher kommt diese Einstellung? Warum magst du das nicht, das Bereuen? Ich glaube, das kommt von meinem Papa und halt auch damit verbunden, dass er halt jetzt nicht mehr da ist und dass er jemand war, der war Priester, muss man wissen. Okay, mega cool. Ja, und der hat sich halt immer überlegt, was ist mein nächster Traum, mein nächstes Ziel, und das hat er dann gemacht. Was? Und wenn die Leute gefragt haben, sag einmal, spinnst du jetzt, kannst du nicht machen. War ihm wurscht. Er hat gesagt, ihr Österreicher, weil er war ja Inder, ihr seid immer so hinterher und ihr seht immer nur die Probleme und gehen wir es doch einfach an. Da ist er natürlich oft angeeckt mit Leuten. Und er hat aber dann ein Kinderdorf in Indien gebaut, also zwei Kinderdorfprojekte, hat dann den österreichischen Staatspreis für Journalismus gekriegt, für eine superkritische Pfarrzeitung, hat dann gegen einen Priestermangel gekämpft, also auch gegen das Zölibat. Und ja, da, ich glaube, er kann eigentlich nichts, oder er hat auch am Ende seines Tages oder seines Lebens nichts bereut, weil er einfach immer die Sachen gemacht hat, von denen er sich dachte, das will ich erreichen. Und er hat aber nie von seinen Träumen gesprochen, sondern einfach, ich möchte das und das machen. Also das viel weiter runtergeholt von dieser Traumebene einfach in diese Handlungsebene, wenn ich es jetzt mal so nennen kann. Auf die Meinung anderer die auszuklammern oder die jetzt nicht so wertzuschätzen und Gewichtung zu geben. Wie hast du das geschafft? Weil ich glaube, der größte Struggle bei jungen Leuten ist, dass sie sich denken, hey, was ist, wenn andere Leute, was denken andere Leute über mich? Wie hast du das geschafft? Also generell denke ich mir das immer wieder, was denken andere über mich, und das fängt schon an, wenn man in der U-Bahn ist und drauf kommt, ups, ich muss ja bei der Station aussteigen, wo gerade die Türen zugehen oder so. Und das habe ich mal dem Niki Ernst, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Der macht diese Silicon Valley Tours. Okay, geil. Total inspirierende Persönlichkeit, weiß unglaublich viel. Und dem habe ich das einmal erzählt und der hat gesagt, nimm's doch einfach mit Humor, lach über dich und sag, das ist typisch Schule, lach drüber. Und ich glaube, egal ob in der U-Bahn ist eine peinliche Situation oder ist ja nicht einmal peinlich, aber oder im Leben, über sich lachen und sich denken, ah, ist wieder typisch ich, dass ich mal überlege, was denken andere über mich, und dann einfach drüber lachen, also Sachen mit Humor nehmen. Sich auch nicht zu ernst zu nehmen, oder? Ganz ehrlich, also so helfe ich mir eigentlich immer. Also ich nehme mich selbst nicht zu ernst, muss ich sagen. Mir ist das komplett egal. Und wir können ja, ich meine, ich denke mir schon immer, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, und das Schlimmste ist, dass ich wieder zu Hause einziehe bei meiner Mama. So what? Ja. Ja, und was andere über mich denken, ich muss sagen, so im Bekanntenkreis ist das eigentlich wenig ein Thema. Okay. Weil ich, glaube ich, auch Freunde habe, die zum Teil eh selber auch selbstständig sind.
Die, ja, da ist das eigentlich gar kein Thema. Oder ich krieg's nicht mit, kann auch sein. Aber dann sind sie eh nicht die echten Freunde. So ist es. Na, also ich glaube, und ich mache meine Sachen schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und haue jetzt nicht jede Woche irgendwas raus. Mhm. Ja, ich muss aber auch sagen, man kriegt eigentlich von mir wenig mit derzeit. Ja, auf Social Media hast du geschrieben, das war's dann mal oder so in die Richtung. Ja, fand ich mega cool. Heute in der Früh habe ich den noch gefollowt und habe mir gedacht, okay, ein Bild, hä, was steht da drauf? Naja, ihr seht mich dann mal nicht auf Instagram. Mega cool. Ich habe früher ganz viel auf Instagram gemacht, war ja auch irgendwie mein Job. Ja. Und dann war ich in Brasilien und danach ist mein Handy nicht mehr gegangen. Und dann habe ich mir in der ersten Zeit gedacht, oh mein Gott, ich kann keine Stories machen und oh, wie schlimm. Und dann haben auch Leute geschrieben, ob es mir eh gut geht und so. und dann habe ich gedacht, okay. Und dann hat es irgendwie zwei Gründe gegeben, die habe ich dann auch beschrieben in dem Post. Also der erste war mal, dass ich auf Instagram so herumgesurft bin, davor noch, und bei der Hilfeeinstellung oder bei der Hilfeseite war dann irgendwie das Thema Magersucht und eigentlich ganz arge Themen, wo man weiß mittlerweile, dass es halt auch auf Instagram zurückzuführen ist, mhm, auf diese wunderschöne Fake-Welt. Bildwelt, oder genau. Bild, ja. Das war der erste Grund. Und der zweite Grund, dass ich mir dachte, ich muss auch nicht überall mein Handy dabei haben und überall jetzt eine Story machen und so. Und ich muss sagen, seitdem, das hat 2 Tage gedauert, wo ich mir gedacht habe, scheiße, ich kann keine Stories machen. Und nach 2 Tagen war ich so, boah, ist das leiwand, kein Stress, keine, kein Drang, irgendwas, ja. Genau. Ja. Und danach war gleich dieses Austria to Austin Programm, das war von der US-Botschaft, so ein Austauschprogramm für Unternehmen, für junge Unternehmen in Österreich, die nach Austin dann gehen haben können. Und da habe ich so viel gelernt und habe ich einfach geschaut, dass ich so viel aufsauge wie möglich. Und ich war dann echt, ich war um 9 oder um 10 im Bett, weil ich so fertig war, die anderen sind dann noch fortgegangen. Aber ich habe mich gefühlt wie so ein Schwamm, der alles aufgesaugt hat, und dann war ich total erledigt. Und da war ich dann immer froh, dass ich nichts posten haben müssen, weil das dann noch dazukommen wäre. Ja. Und also ich muss sagen, ich glaube, ich habe mehr Zeit dadurch und mich entspannt es einfach irrsinnig, dass ich mir denke, okay, ja, ich muss jetzt nichts unbedingt raushauen in die Welt. Und es geht ja auch niemandem ab. Also so muss man auch sagen. So soll es sein. Jetzt, du strahlst eine wahnsinnige Lebenslust aus. Wie hast du deine Lebenslust gefunden? Also Korea, das Auslandssemester hat einen wirklich großen Beitrag geleistet. Auch der Flo, mit dem ich dort war, ist mittlerweile wirklich, oder seitdem, mein bester Freund. Mhm. Wir haben uns dort eigentlich kennengelernt, weil wir 24/7 quasi aufeinanderpickt sind. Mhm. Und ja, und der Flo ist auch so einer, der reist viel, der ist immer unterwegs, der feiert viel. Ja, der hat mich da sicher auch angesteckt und inspiriert, und für diese Zeit mit ihm bin ich ihm heute noch dankbar, und wir treffen uns ja auch noch regelmäßig und gehen spazieren und reden einfach über alles. Ja, generell Reisen ist, finde ich, immer noch was, auch wenn es jetzt kein nicht super toll für die Umwelt ist, aber Reisen ist schon was einem neue Blickwinkel gibt und schöne Erlebnisse auch, an die man dann viel zurückdenkt, und ich finde, das ist vor allem auf Reisen. Ja, dann natürlich, dass auch beruflich, glaube ich, verfolgt, gut läuft. Das ist schon irgendwie auch die Grundlage, auch finanziell natürlich. Logisch, klar, sicher. Dann in meiner Beziehung ist es auch wunderschön. Also ich habe gerade nichts, wo ich mich beschweren könnte. Meine Mama, die hat sich zwar gerade vor einem Monat beide Arme gebrochen bei einem Sturz vom Pferd. Und da denke ich mir auch, Gott sei Dank ist nichts Ärgeres passiert, weil sie hätte jetzt genauso querschnittsgelähmt sein können. Und wenn sie jammern, dann sagen wir auch, okay, aber so schlimm ist es jetzt eigentlich auch nicht. Ja, also ich glaube, wenn man Sachen in Relation setzt, natürlich können Sachen einfach beschissen sein. Mhm. Das ist dann so, egal, wenn man dann sagt, ja, dafür ist jetzt bei uns kein Krieg. Ja, schön, aber trotzdem ist die Situation beschissen. Ja. Also das auch anerkennen, dass manche Situationen nicht so leimern sind. Aber generell, glaube ich, haben wir wenig Grund, uns zu beschweren. Abschließend und letzte Frage, wofür willst du stehen als Person, Julia? Puh, extrem schwere Frage. Weil oder wofür stehst du aktuell? Dreh mal so, ja. Wofür stehst du jetzt aktuell? Also wenn ich mich beruflich immer in einem Meeting oder so vorstelle, sage ich immer, ich mache digitale Kampagnen, bla bla bla. Und das Wichtigste ist, Nutzen zu stiften. Mhm. Und ich merke das auch, das freut mich auch immer bei den Workshops, was dann am Ende übrig bleibt bei vielen Leuten ist, das Wichtigste ist, dass man Nutzen stiftet, weil dann macht man auch irgendwie Sinn für andere. Ja. Und das ist halt jetzt, muss ich halt sagen, primär eben beruflich für Kunden, weil das gerade einfach das ist, wo ich die meiste Zeit investiere.
Es wechselt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn es mich vor 2 Jahren gefragt hätte, wo ich noch viel auf der Fuck Up Night unterwegs war und viel vor anderen Leuten geredet habe, war das was anderes wie heute, wo ich mich halt eigentlich gerade wirklich auf mein Unternehmen und darauf fokussiere, dass das läuft, dass mir das Spaß macht, dass mir das Freiheit bringt. Und das, was ich, glaube ich, gut kann, ist Leute für Sachen begeistern. Das ist, glaube ich, das, was so das Fazit oder was am Ende mich, glaube ich, für viele ausmacht, ist, dass ich, wenn mich was begeistert, dann gebe ich diese Begeisterung gern weiter. Mhm, sehr schön. Liebe Julia, danke für deine Zeit. Danke dir und vor allem danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Er hat mega viel Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen super schönen Tag. Ich dir auch. Danke vielmals.